Feuerwehrnotruf. Wo ist der Einsatzort? Hallo, Josie Hubert hier. Sie müssen sofort kommen. Mein Freund Roman, der liegt hier in der Behrendorfstraße 2. Es blutet und da guckt ein Knochen raus. Ganz ruhig. Von wo ist der runtergefallen? Von der Treppe. Dachkellertreppe. Ganz ruhig. Hat er Wunden am Kopf, im Gesicht? Nein. Nur am Arm. Okay. Und die Beine sind auch in Ordnung, augenscheinlich? Ja. Okay, die Kollegen sind gleich da und die helfen Ihnen dann. Ja, sie müssen auf jeden Fall helfen. Frau Hubert? Jetzt. Notfall. Die Rettungsspezialisten. Ja, hallo? So, Frau Hubert, die Leitung war abgerissen. Sie können mich aber jetzt hören, ne? Gut, also versuchen Sie sich bitte zu beruhigen. Blutet er stark? Ist er ansprechbar? Der ist nur so halb ansprechbar, also der kann nicht richtig reden. Okay, ganz ruhig. Ich helfe Ihnen, ja? Ich bin bei Ihnen. Ich bleibe so lange in der Leitung, bis die Kollegen da sind. Ist sonst jemand bei Ihnen, der Ihnen helfen könnte? Nein, mein anderer Kumpel, der schläft noch. Nee. Okay, kein Problem. Die Kollegen sind jetzt jede Sekunde bei Ihnen. Aber Sie kommen hier nicht rein. Sie müssen die Strickleiter hochkommen, weil die Türen sind zu. Sie müssen bitte die Strickleiter hochkommen. Die hängt am Fenster. Kein Problem. Das heißt, die Türen sind alle zu. Und können Sie mir sagen, welcher Etage Sie sind? Hallo, Frau Hubert? Ist das Gespräch wieder weg? Strickleiter, was ist denn das für eine Aktion? Ich sag mal, ist das da? Da ist ja unten alles zugemauert. Wo gibt es denn sowas? Ach du Schande, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist wie mit Rucksack oder was? Hallo? Das kann nicht sein, aber hier ist ja auch kein Mensch. Hier ist kein Mensch. Hallo, der Rettungsdienst, Sie haben uns angerufen. Hallo? Das gibt's doch nicht, hier gibt's keiner. Wie kommen die denn sonst rein? Immerhin mit dem Ding oder was? Ja, laut Anrufer über die Strickleiter. Mitten in die Überlegung, wie die Rettungskräfte trotz zugemauerter Eingangstür ins Haus gelangen, platzen die Besitzer der Immobilie. Jürgen und Nicole haben das sanierungsbedürftige Haus vor 2 Monaten gekauft. Heute wollten sie eigentlich mit der Renovierung beginnen. Warum alles zugemauert ist, ist dem Ehepaar schleierhaft. Wir sind angerufen worden, weil es hier eine verletzte Person gibt. Haben Sie was? Bitte, haben Sie uns angerufen? Nee. Nein, wir kommen gerade aus dem Urlaub. Wir wollten jetzt anfangen zu renovieren. Sämtliche Fenster und andere Eingangsmöglichkeiten waren zugemauert. Eine Strickleiter hing runter. Ja, und von der Melderin war auch überhaupt keine Spur. Wir standen erstmal vor einem riesengroßen Rätsel, was hier überhaupt los ist. Ja, hier ist auch eingemauert, wa? Hier ist nichts. Da brauchen wir ja keinen Schlüssel. Nee, da brauchen Sie keinen Schlüssel. Nee, das gibt's doch. Also ich kann es nicht verstehen. Komm, was ist hier los? Unter großem Zeitdruck suchen die Rettungskräfte einen Zugang zum Haus, denn niemand weiß, welches Drama sich möglicherweise im Inneren abspielt. Unterdessen versucht Hauseigentümerin Nicole, ihre Tochter Josie telefonisch zu erreichen. Seit einiger Zeit gibt es nahezu täglich Stress mit dem pubertierenden Teenager. Was ist denn mit dem Fahrrad? Gehört das auch Ihnen? Ja, das ist Josies Fahrrad. Josie ist auch die Melderin gewesen. Ne? Josie hat den Notruf, abgesetzt. Okay. Habt ihr mitgekriegt? Wir klopfen doch das dann. Warte. Ich ruf mal an, weil die sagen, ich bin einer Freundin. Oh je. Komm. Was gibt das denn jetzt hier? Ja, das gibt jetzt Klopfen. Klopf mal, wumm mal da mal gegen. So, komm wieder runter. Ja. Komm wieder runter. Spätestens, als wir dann hinter dem Haus das Fahrrad entdeckt haben und die Familie Huber das auch als das von ihrer Tochter Josie erkannt haben, hat sich für uns der Kreis geschlossen. Denn die Melderin war auch eine Josie. Nur wir wussten jetzt noch gar nicht, was uns hier erwartet. Wir hatten keinen Zugang, wir wussten keine näheren Informationen. Hallo! Hier, Lirum Larum, wir stellen jetzt mal die Feuerwehr. Die Leitstelle für den 1 NRW1, bitte kommen. Die Leitstelle hört. Ja, es ist tatsächlich so, dass hier eine Strickleiter hängt. Wir kommen nicht rein. Bitte einmal die Feuerwehr zur Einsatzstelle. Ja, verstanden. Die sind schon auf dem Weg zu euch. Ja. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Ich höre doch da irgendwas. Hallo. Josie. Hey. Wo sind Sie denn jetzt? Ich will schlafen. Wer sind Sie denn? Ist die Josie da oben? Was? Wer sind Sie denn? Timo Mirbach. Wir haben einen Notruf erhalten, dass ja bei Ihnen im Haus eine verletzte Person sein soll. Ja. Hallo, wer sind Sie überhaupt? Wieso raus? Wir würden gern rein. Was mache ich hier? Ich wohne hier. Ja, Sie können doch nicht da drin wohnen. Das sehen Sie doch, dass ich hier drin wohne. Das ist eine Aufbesetzung. Also, haben Sie Knall? Oh, nee. Lassen wir uns mal lieber hier rein.
Was soll gibt's das? Gibt's nur diesen Zugang durch die Strickleiter, sonst gar nichts. Sonst gibt's nichts. Ey, der Typ da am Fenster, das war ja so ein richtiges Herzchen. Er riss das Fenster auf, brüllte runter, was wir denn wollen. Wir sollen uns verpissen. Als wir ihm gesagt haben, es muss jemand verletzt sein im Haus, hat er dann gesagt, nee, hier ist keiner verletzt. Ja, wir waren natürlich total begeistert und standen jetzt immer noch vor dieser blöden Strickleiter. Wir holen die Polizei noch dazu. Polizei definitiv. Also, die Polizei dazu. Ja, nur sicher. Ja. Gut mit weggesperrt. Was hast du denn gedacht? Nein, wir suchen eine verletzte Person, die in dem Haus sein soll. Und der wollen wir helfen. Verzieht euch. Ja, alles klar. Du bestellst auch die Polizei. Ja. Die Leitstelle für den 1 NRW1, bitte. Die Leitstelle wird. Ja, dann schickst du noch die Polizei dazu. Die Party Wahnsinn, wird hier immer größer. Da sind Hausbesetzer drin und die wollen uns nicht reinlassen. Ja, verstanden. Ist das euer Ernst? Ja, ich kann mir auch was Schöneres vorstellen. Okay, kein Witz. Ja, die Polizei schicke ich euch nach, natürlich. Oh, guck mal hier, wer weiß, wo die festgemacht ist. Naja, im Heizkörper, und wir klettern hoch. Komm, ja, nur nicht nur das, ne? Ich kletter dann da hoch oder wer oder was. Ja, und dann kommen die von oben und schneiden die Seile durch. Ja, es ist heiß, ne? Ja, der war jetzt sollen, wir noch mal, sollen wir noch mal anrufen? Ja. Ich rufe meine Tochter auf jeden Fall jetzt mal. Ich versuche die mal anzurufen. Sie haben doch ein modernes Smartphone. Können wir vielleicht direkt einen Videoanruf machen? Ja. Hausbesetzer, Strickleiter. Bin gespannt, wie die in die Bude reinkommen. Unfassbar. Josie? Schau, das mal. Darf ich mal nehmen? Hey. Oh, ich bin in dem Haus. Oh Mann, der liegt hier, der blutet. Oh mein Gott, was ist da los? Hey, was ist da mit meiner Tochter? Psst, Ruhe. Ich muss uns helfen. Bitte, Sie müssen kommen. Sehen Sie, der blutet. Ja, sie ist ja einfach. Ja, sie ist hier in dem Haus. Ja. Sie müssen kommen, ich brauche Hilfe. Der liegt hier. Aber sie hört so. Josie, wir kommen im Moment nicht rein. Der, Josie, ich bin die Notärztin. Hören Sie mir mal ganz kurz zu. Sie haben da eine verletzte Person. Was ist denn überhaupt passiert? Der ist vielleicht runtergefallen. Okay, ist der Patient ansprechbar? Wer sind denn da drin? Atmet er? Ja, atmet tut er. Das Videotelefonat war auf der einen Seite sehr aufschlussreich, denn wir wussten jetzt, sie befindet sich hier im Haus. Aber es war auch sehr hilfreich, denn neben ihr war ihr Kumpel schwer verletzt. Er war wohl die Treppe gestürzt, hatte einen offenen Bruch, war somnolent, sodass wir hier erste Anweisungen geben konnten und so dem Patienten auch helfen konnten, obwohl wir nicht im Haus waren. Gucken Sie mal einmal in den Mund, ob da irgendwas drin ist, ob er so gut atmen kann. Ja, der atmet gut. Okay. Ja, Sie haben uns schon ganz toll geholfen und Ihrem Freund haben Sie jetzt auch geholfen. Josie, zwei Sachen sind für mich noch interessant. Haben Sie irgendwelche Drogen oder irgendwas zu sich genommen? Nein. Nein, besteht irgendeine Gefahr für Sie selber jetzt? Aufgelegt. Aufgelegt. Oh Mist. Komm, rufen Sie noch mal an. Mann, rufen noch mal an hier. Ich funk die Leitstelle noch mal an. Ich werde langsam nervös. Ja, ja, klar, wir alle. Ja, ja, so die Leitstelle für den 1 NRW1 bitte kommen. Die Leitstelle hört. Wo bleibt denn unsere Feuerwehr? Weil die Situation spitzt sich zu. Die Feuerwehr ist unterwegs. Da kann ich euch nicht ganz genau sagen, wann die Jungs eintreffen. Die Polizei sagt, die sind in der Nähe. Also ich denke, in den nächsten paar Minuten sollten die bei euch vor Ort sein. Ja, verstanden. Ich muss schon langsam sorgen. Langsam? Ja. Ey, was? Ich verstehe hinten und vorne nicht mehr. Bin ganz ehrlich. Also Sie haben das nicht an die Leute hier die reingelassen? Nein, gar nicht. Das ist, also vorher war das Haus auch normal, also das tatsächlich in der Zeit jetzt entstanden, wo Sie weg waren. Ja. Wir waren 2 Wochen im Urlaub, ja. Wir wollten gerade renovieren. Nee, heute wollten wir anfangen. Nee, geht keiner dran. So. Josie! Was macht ihr da? Lass die Leute! Nee! Nein! Reiß die Leiter runter! Lass das! Und da haben diese Wahnsinnigen die tolle Idee, den Verletzten an Seilen an der Strickleiter runterzulassen. Das ist natürlich totaler Humbug. Ja, da musste man jetzt einschreiten. Das geht so nicht. Der wäre schwerst verletzt worden. Ich mache nur Quatsch. Ich gehe da jetzt hoch. Geh da rein und kümmere mich drum. Marion, du kannst doch jetzt da nicht reinklettern. Die Feuerwehr kommt doch gleich. Doch, klar kann ich da reingehen. Ich mache mir aber dann Sorgen. Ja, aber die sind da jetzt beschäftigt mit dem Bürger. Ich mache mir aber Sorgen. Verstehe ich, Bürger? Komm, einmal schnell und gut ist. So, komm, wir kommen hoch. Ach Mann, Leute. Es ist immer gut, wenn man enthusiastische Kollegen dabei hat, denn das bedeutet wirklich effektive Rettung. Aber wir wussten ja auch nicht, was hier oben erwartet. Ey, wir haben das gerade gekauft. Wir waren im Urlaub. Ja. Was ist hier Urlaub. Aber Roberto, wie die schon nachgibt, die Leiter. Ja. So, da bin ich. Hi. Er kriegt als allererstes meine Maske von mir. Ah gut, er guckt mich schon an, blinzelt ein bisschen. Das heißt, bewusstlos ist er nicht, atmen tut er. Puls haben wir dementsprechend auch.
Gut, was habt ihr denn hier dekoriert? Freiheit für die Hausbesetzer? Mario! Ist selbsterklärend. Ist irgendwo. Ja, dann diskutieren wir ein andermal drüber. Ja, Moment. Marion, was ist los? Die Bude stinkt, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Wie die stinkt? Ja, nach chemischen Substanzen irgendwas. Doch Drogen oder was? Ganz teure Sachen sind hier, also ist gut dekoriert. Was? Mit Sprayfarbe und sowas. Er ist schlecht ansprechbar. Reagiert aber. Und ja, der Arm, den hast du ja selber gesehen. Ne? Durchblutung, Motorik, Sensibilität ist alles da. Aber ich denke nicht, dass wir es reponiert kriegen. Dafür ist das Stück, was raus ist, zu groß. Ja, guck mal, ja. Ich meine, seid ihr auch kein Equipment da, ne? Also, ich gehe da jetzt auf. Herr Huber, nein, hallo, Herr Huber. Sie hier, um Gottes Huber, sehen Sie? Leute, sehen Sie? Was war das? Der Herr Huber hatte in seinem totalen Enthusiasmus versucht, die Strickleiter hochzuklettern. Und die war dann natürlich gerissen. Ganz tolle Aktion. Mein erster Gedanke, der mir durch den Kopf ging, scheiße, du kommst hier nicht mehr raus. Wie Marion Fröhlich von Josie und ihren Punkerfreunden erfährt, gibt es tatsächlich nur die Strickleiter für den Ein- und Ausstieg. Die Clique hat die Türen und Fenster zugemauert, um nicht aus dem Haus vertrieben zu werden. Unterdessen lassen die Dämpfe die Hausbesetzer seltsam weggetreten wirken. Die Leitstelle für den 1 NRW1, bitte kommen. Die Leitstelle hört. Was ist mit der Feuerwehr? Und bitte gib mir eine positive Meldung. Sind in ein paar Minuten bei euch. Also es dürfte wirklich nicht mehr lange dauern. Gibt's noch irgendwas, was ich wissen sollte? Ja, wir müssen irgendwie den Patienten hier rauskriegen und über diese Strickleiter geht's nicht. Die sollen also direkt eine Leiter auspacken, bitte. Ja. Gebe ich weiter. Leiter, eine Leiter. Wo rennen Sie jetzt? Oh. Boah, das ist aber auch festgemacht. Ich lasse das jetzt einfach erstmal dran. Was? Oh, ich hab hier noch einen Verletzten. Ich geh mal eben gucken. Einmal hier bleiben bei ihm. Wo bist du denn jetzt? Nein, das ist lieber. Wo bist du? Was ist das denn? Josie? Hier liegt ja noch einer. Hey. Was ist das denn? Oh. Hey, du kriegst jetzt von mir eine Maske. Gib dir die Maske, wir müssen hier mal weg, ja? Komm mal mit hoch, komm. Komm, schaffst du jetzt. Los! Oh Gott. Ich habe noch eine andere Person gefunden, einen jungen Mann, der im Flur hockte, den ich aber auch schon nur noch durch Tränen sehen konnte, weil das Zweite war, die Luft veränderte sich radikal. Dieser dampfige Geruch, der war so stark, ich musste husten, ich hatte das Gefühl, meine Brust schnürt sich zu. Und das Dritte, Josie war nicht bei diesem verletzten Kerl und ich habe sie auch nirgendwo mehr sehen können, konnte aber auch nicht lange suchen, weil ich musste weg da, sonst wäre ich wahrscheinlich umgekippt. Hier hinsetzen. Birgit, hier sind irgendwelche Dämpfe, das brennt wie Sau. Hier oben geht's noch, unten geht's schon gar nicht mehr. Und die Josie ist weg. Die Josie ist weg. Unter der Leitung von Robin Galert erreicht die Feuerwehr den Unglücksort. Die Lage ist undurchsichtig, da sich auch im unteren Bereich des Hauses Besetzer aufhalten könnten. Zudem ist das Leben von Sanitäterin Marion Fröhlich in Gefahr, die bereits große Mengen der giftigen Gase eingeatmet hat. Beißende Dämpfe. Beißende Dämpfe. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt aufgestellt seid. Das war nämlich am Anfang nicht bekannt. Das hat sich eben erst ergeben. Marion, was ist los da oben? Ich hab keine Ahnung. Alles klar, wir machen erstmal die dreiteilige Steckleiter fertig. Also die Türen. Sein tierischer Gestank und es brennt in den Augen. Richtig scharf ist das. Bei dir oben oder unten? Unten ist am schlimmsten, aber das zieht immer weiter hoch. Alles klar, sieh zu, dass alle Fenster aufmachen. Wir kommen nicht holen. Ihr macht gar nichts. Die Fenster sind alle zu. Alles klar, erstmal ein Trupp unter Atemschutz. Sofort hier über die dreiteilige Steckleiter nach oben. Es war für mich erstmal eine katastrophale Lage, als wir hier angekommen sind. Da musste erstmal Ordnung reingebracht werden, indem ich natürlich die ganze Situation erkundet habe mit meinem Gruppenführer. Aber es pusht einen unheimlich. Erstmal weiß man, da sind welche drin, die brauchen Hilfe. Wir kommen erstmal wieder nicht dran. Dann weiß man zusätzlich, Rettungskräfte von uns sind schon vor Ort und sind auch in Gefahr. Und das setzt einem natürlich zu. Aber wir mussten da unbedingt rein, egal wie, also schweres Gerät ran, Tür aufstemmen. So, Sie gehen auch mal ein bisschen zurück. Rein? Ins Fenster rein, genau. Einfach rechts oder links anlegen. Perfekt. Ihr nehmt die Messgeräte mit, guckt, was da oben los ist. Ja. Ihr bleibt da ruhig, bleibt am Fenster. Wir beide gehen noch mal zur Tür. Du sicherst die Leiter, komm mit. Wir müssen erst mal noch mal gucken hier. Ja, ich habe ja hier auch schon geguckt, aber guck dir das mal an, das ist alles fest. Das ist mittelhaft. Wassertrupp, wir gucken, wenn wir kommen. Wassertruppe. Pass auf, rechts ums Haus herum ist eine Eingangstür, die ist zugemauert, die muss freigestemmt werden. Hallingentool und stell mal einmal bitte hier vorne hin und die Türe aufmachen.
Obwohl auch Marion Fröhlich unter den womöglich hochgiftigen Dämpfen leidet, versucht sie nach Kräften, den benommenen Hausbesetzern zu helfen. Sorge bereitet der Sanitäterin aber vor allem das fehlende Lebenszeichen von Tochter Josie. Hier muss irgendwo noch ein Mädchen sein. So irgendwie. Vielleicht Keller. Es geht noch weiter runter. Ich bin da nicht mehr hingekommen. Ich hab den Namen vor uns, wie die heißt. Josie, mehr Josie. Weiß ich nicht. Okay. Josie Huber. Okay, alles klar. Wie gesagt, bleibt am Fenster, wissen nicht, was ihr vergraben seid. Ja. Ja? Ich muss ein bisschen halt gucken nach denen. Ja. Dann soll das Fenster offen nach dem Hof und ruhig bleiben. Ja. Genau, schön den Kopf Richtung Fenster. Was ich da oben nicht so gezeigt habe, um die anderen Patienten zu beunruhigen, war, dass mir ehrlich gesagt der Arsch auf Grundeis ging. Dann fehlt ihr jetzt die Josie. Und meine größte Sorge war, ist sie noch tiefer gegangen, noch mehr in die Richtung, aus der die Dämpfe kommen. Ist dann dort umgekippt, liegt da jetzt bewusstlos, atmet vielleicht nicht und antwortet mir deshalb nicht. Während der Angriffstrupp systematisch das Haus nach der 15-Jährigen durchsucht, stemmen die Kollegen die frisch gemauerte Eingangstür auf und schaffen damit für die verletzten Hausbesetzer einen Ausweg aus der möglicherweise tödlichen Falle. Gestützt! Okay, du hältst dich so eine ganze Zeit hoch, ne? Aber bitte, geh da mitten hinter mir. Ah. Und wir gehen zuletzt. Bereit? Eins, zwei, drei, hopp! Komm, komm wieder hoch. Ja, ja, komm, du schaffst das. Die Problematik bestand ja darin, dass das ganze Haus halt von oben bis unten auch mit diesen alten Lacken plakatiert waren. So berichtete mir der Angriffstrupp, der ist ja einmal durchs Haus gegangen. Die müssen wohl alles vollgeschmiert haben. Und so zog sich natürlich dieser ganze Lackdampf und diese Lösungsmittelreste durch das ganze Haus. Da muss man natürlich völlig aufpassen, weil egal in welchem Raum man sich dort befindet, kann natürlich eine Intoxikation davon die Folge sein. Es gibt ja genauso wie bei Lebensmitteln natürlich auch Ablaufdaten bei Farben oder Lösungsmittel oder überhaupt bei allen Lacken und Farben. Man sollte natürlich als Hausgebraucher auch darauf achten, wenn so eine Farbe abgelaufen ist, die sollte man dann auch entsorgen. Es ist natürlich nicht ohne Grund da ein Ablaufdatum drauf. Es kann da zu einer chemischen oder exothermen Reaktion kommen, wenn diese Farben abgelaufen sind. Guten Tag, junger Mann. Maas ist mein Name. Schauen Sie mal in meine Richtung. Okay, das klappt. Ja? Sie sind hier im RTW, ja? Wissen Sie Bescheid? So, ihr habt ja offene Fraktur, habe ich gehört. Soll ich dann schon mal nach vorne machen? Genau, ich würde dann sagen, wir fahren direkt. Ja? Notfalls müssen Sie nachordern. Der Punk hat sich bei seinem Sturz die Treppe hinunter einen offenen Bruch im Arm zugezogen und muss dringend im Krankenhaus weiterbehandelt werden. Auch im Haus sitzt den Rettungsspezialisten die Zeit im Nacken, denn von Josie gibt es immer noch keine Spur. Lade Duftbefehl in die Mikro aufbekommen. Alles klar, komm. Der Angriffsrupp fand dann im Keller ganz viele Lacke, Lösungsmittel, ein Riesenbottich mit wild zusammengemischten Lösungsmitteln oder alten Farben wahrscheinlich im Keller. Das können natürlich richtig schwere Dämpfe hervorheben, wie Lösungsmittel und Lacke zusammen. Das kann natürlich auch ein explosivfähiges Gemisch machen. Deswegen war klar, da ist Lebensgefahr. Die Leute müssen sofort aus dem Haus. Rettungsdienst! Person nicht abgehört! Ja, Josie! Komm her, bring sie direkt rein! Josie, einmal die Augen aufmachen. Hol sie mal einmal tief Luft. Was ist denn passiert? Muss sie einmal richtig hinlegen. Okay, reagiert. Knapp, machen Sie einmal den Mund auf. Da ist nichts. Ja, warte, machen wir gerade Monitoring, gerade direkt mal Sauerstoff. Ja. So, einmal gut einatmen, ne? Josie,
Lass mich einmal draußen, bitte. Erstmal draußen bleiben. Ja, wir kommen gleich. Gleich. Lassen Sie uns erst kümmern. Erstmal draußen warten, dann kommen wir gleich zu Ihnen. Ne? Josie wurde im Kellerbereich des Hauses gefunden. Sie hatte da versucht, irgendwie eine Leiter zu holen und ist natürlich genau in das Epizentrum der Dämpfe sozusagen reingeraten. Als ich sie in Empfang nehmen konnte, war sie ansprechbar, hatte aber starke Atemprobleme, sodass wir sie hier versorgen konnten. Und wahrscheinlich wurde ihr das Leben in letzter Sekunde gerettet. Nun pass auf, er hat die Dämpfe nicht so sehr abgekriegt. Er war die ganze Zeit oben. Das ist der junge Mann, der am Fenster stand. Warten Sie mich einmal kurz an. Alles okay bei Ihnen? Er ist psychisch halt ziemlich down im Moment. Aber er hat in den vollen Dämpfen gesessen. Ich habe ihn mehr oder weniger die Treppe runtergeschliffen. Ich weiß also auch nicht, ob er sich sonst irgendwo wehgetan hat. Er kommt langsam zu sich. Fass mich mal an, junger Mann. Okay. Oh, ich habe Kopfschmerzen von diesen Dämpfen. Das ist unglaublich. Ja, Marion, du setzt dich gleich besser auch mal ran. Das war gleich bei dir auch mal die Sättigung machen, ne? Aber bei mir war, ich war nicht lange drin. So, ich höre Sie einmal ganz kurz ab. Mir geht's gut, kann ich nicht anders sagen. Ich glaube nicht, dass irgendwas da geblieben ist. Es war halt für den Moment echt hart auf den Lungen und auch für die Augen. Aber der Husten hat von alleine aufgehört an der frischen Luft. Die Augen haben sich auch wieder beruhigt. Nichtsdestotrotz bleibt mir dieser Einsatz mit Sicherheit in Erinnerung, weil dieses Gefühl, auf einmal selber ja mehr oder weniger zum Opfer zu werden, nicht mehr raus zu können, auf fremde Menschen angewiesen zu sein, das war schon extrem hart für mich, weil eigentlich stehe ich ja auf der anderen Seite. Okay. Pass auf, ich gehe dann rüber, schicke dir den Roberto zurück. Sie ist jetzt soweit stabil. Die hat nach dem Vernebeln ist die Sauerstoffsättigung hochgegangen. Mhm. Vielleicht kann man bei ihm dann gleich noch mal messen. Ich laufe schnell rüber und dann schicke ich den Roberto wieder rüber. Ja, okay. Ich möchte jetzt aber bitte eins wissen. Ey. Bitte, also Sie waren jetzt ja wohl mit meiner Tochter zusammen. Sie waren in meinem Haus. Wie haben Sie sich überhaupt kennengelernt? Also ich verstehe das alles gar nicht. Wir sind öfters im Supermarkt auf dem Parkplatz und da hat die uns da mal angesprochen. Da hat sie mitbekommen, dass wir halt obdachlos sind und hat gesagt, dass sie uns da helfen könnte. Dass sie ein Haus hat, dass, wo im Endeffekt niemand drin wohnt, dass das auch niemanden stören würde, wenn wir dann da einziehen würden. Ja, und deswegen mauert man das zu, oder was? Lassen Sie ihn doch mal ausreden. Sie fand es auch nicht toll, dass ich es gemacht habe. Anders haben wir keine Möglichkeit gesehen, dass uns sonst wären wir wieder verscheucht geworden. Wir wollen nicht auf der Straße leben. Dass diese Aktion nach hinten losgegangen ist, sehen letztendlich auch Josies Punkerfreunde ein. Die 15-Jährige war den giftigen Dämpfen am stärksten ausgesetzt, wird jedoch, genau wie Mio und Timo, keine Schäden zurückbehalten. Den Armbruch von Kumpel Roman konnten die Chirurgen erfolgreich operieren. Josie will von der Hausbesetzer-Szene Abstand nehmen. Ihre Eltern verzichten daher auf eine Anzeige.